eure Videos. Hallo, Folge 319. Viel Spaß. Ohne Geschimpfe, was es alles gibt. Ja, interessantes Video. Wir fahren hier natürlich alle schön auf der rechten Spur lang, laufen auf so einen langsamen auf und ja, aber sowas. Mann, warum drängelt der sich da rein? Du hast halt in dem Moment Pech gehabt. Ja, es wäre schön, wenn ich einer vorgelassen hätte, aber ich weiß nicht, also. Mann. Aber im Grunde war auch wahrscheinlich die ganze Zeit 120 und verpasst hat jetzt auch keiner irgendwas. Dies hier soll ein Rechtsfahrgebot-Video werden. Guckst du dir an? Das ist einfach nicht normal. Wenn die Videos eingesendet werden, kann ich ja nur grob drüber gucken. Das ist nicht normal. Du bist nicht dich. Und im Grunde die ersten beiden Pkw, ja, die haben mal einen überholt und dann sind sie halt nicht sofort wieder rüber. Mein Gott, ja, ist halt so. Man guckt jetzt auch nicht alle 3 Sekunden in den Spiegel. Wir sind alle nicht frisch. Also ich lasse das noch nicht gelten. Aber der da vorne, ja, der versagt natürlich komplett. Unter einem Video hatte letztens ein Polizist kommentiert, der mal 2 Mittelspur- oder Linksspurschleicher angehalten hat. Der erste oder die erste hatte gesagt, ja wieso, rechts ist doch die LKW-Spur. Alter, wo kommt denn sowas her? Das gibt's in keinem Gesetz. Wo kommt denn das her? Das sei nicht dichtgefüllt. Ja, so ist es. Und der zweite sagte, ja nee, immer diese Spurwechselei, es ist sicherer, wenn ich in der Mitte bleibe. Ja, alter Schwede. Alter Schwede. Dann solltest du vielleicht mit dem Bus fahren, ganz ehrlich. Oh, was mit ihm? Ah, der ist aber auch nicht mehr ganz alleine, oder? Warte mal, oder ist das eine Zombie-Apokalypse? Pass auf, der kommt auf dich zu! Hau ab da! Nee. Ja, was machst du jetzt? Wirst in so eine Situation reingeworfen und dann steht dir so ein Betrunkener gegenüber und will er mitfahren? Weg. Lieber weg. Weiß ich nicht. Erstmal vorsichtig. Man kann auch von ein paar Meter weiter weg erstmal gucken, wie die Lage ist. Schmalz denkt sich, komm, er darf hier sowieso nicht laufen, der Fußgänger. Ich rufe die Polizei. Guten Tag, ich möchte eine stark betrunkene Person mitten auf der Fahrbahn melden. Und hier ist eine betrunkene Person, die scheint auch sehr verwirrt zu sein. Fahrbahnrand mit Warnblinker und die Person steht jetzt wieder an der Mittelleitplanke, aber sie stand gerade auch schon mitten auf der Straße. Ha! Marek wollte das Thema Erziehung ansprechen, könnte ich es auch mal gerade. Ich war gestern bei McDonald's mit Aline. Und Alter, da war eine Mutter mit 3 Kindern. Die waren da am Rumschreien, die liefen durch den Laden. Glaubst du, die haben jetzt irgendwas gesagt? Nö, nö, kein Stück. Hätten wir da früher so durch den Laden geschrien, wir hätten eins vor die Fresse gekriegt, weißt du das? Naja, als ich gerade zu Aline sagen wollte, komm, wir essen im Auto, ich habe auf diese Scheiße keinen Bock. Da war sie am Einpacken, die Mutter. Und da habe ich gedacht, gut, die 3 Minuten, 5 Minuten, bis sie weg sind, die halte ich auch noch durch. Juhu! Egal, das war die eine Sache. Auf jeden Fall hier, Zebrastreifen. Der hier vorne ist er, da hier vorne ist er, also hier vorne, da ist er und da hinten latschen sie quer alle rüber, also Thema Erziehung halt, ne, aber was geht uns das an? Mischen wir uns lieber nicht ein. Das gibt bloß, oh Gott. Junge, 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 guckt euch den weißen Mercedes an. Läufst du weg? Scheiße, Alter. Keine Augenkopf, ey. Scheiße. Ein Parkhaus. Passen viele Autos rein. Schön. Aber ist auch eng, ne? Kurvig. Man kann sich da super die Karre kaputt fahren. Da gibt es 1000 Gelegenheiten. Ja, ist halt so. Oh, wird einem hier schon schlecht oder was? Huh. Wisst ihr, was man aber gar nicht gebrauchen kann? Gegenverkehr. Sag mal, bist du dumm? Ich weiß ja nicht, es gibt so viele Schilder, die in einem Parkhaus hängen.
Wie kann man da denn trotzdem noch verkehrt fahren? Aber naja. Wer vorne kein Kennzeichen hat, braucht auch keine Angst vor Blitzern haben, ne? Dann kann man auch mal mit 120 durch eine 70-Zone und mit 70 durch eine Ortschaft. Weil, wer soll einem was Böses tun, ne? Traurig, dass ich es heutzutage dazu sagen muss, aber ich rede von diesem einen Mopedfahrer. Sonst geht's noch gut, oder? Ganz leicht, sonst denn nicht. Oh, wer steht hier denn rum und winkt? Aha. Naja gut, wenn er winkt, hat er vielleicht eine Panne, vielleicht Handy leer oder gar nicht mit. Kann man ja eventuell mal anhalten, vielleicht einfach nur mal das Handy anbieten. Oder so. Erstmal gucken, was er will. Marvin ist ja hilfsbereit. Er hält an. Hallo. Hallo. Entschuldigung, mein Bruder. Salam alaikum. Bitte schön. Possible Hilfe. Ich habe ein großes Problem. Jetzt fahren bitte. Ich suche meine Papa. Sage meine Opa. Große Unfall Auto. Autobahn. Ist tot. Ich fahre nach Frankfurt. Aber meine Auto ist Problem Benzin jetzt. Possible bisschen Hilfe. Entschuldigung. Zurückgang stelle ich keine Ahnung warum. Meine Karte bitte. Ist blockiert. Ich brauche bitte ein bisschen Geld für Kauf von Benzin. Steppenadresse, morgen schicken deine Geld. Ne, sorry. Ciao bitte. Ciao. Mag ja sein, dass es wirklich mal jemanden gibt, der irgendwie 10 Euro braucht für Benzin, aber Leute, das hier ist doch. Das ist Verarsche, Leute. Das ist Scam, wie es so schön heutzutage heißt. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Macht sowas nicht. Das ist. Macht es nicht. Danke Marvin, dass du das mal gezeigt hast, denn sowas kommt ja aus dem heiteren Himmel und so hat man es wenigstens schon mal gesehen. Ist aber auch nicht das erste Mal, hatten wir schon mal auf diesem Kanal. Ja, so hat man es mal gesehen und ist darauf vorbereitet, wenn es einen plötzlich erwischt. Eine 30-Zone sind wir eingebogen, ihr habt es vielleicht noch gesehen. Und was muss man bei 30-Zonen oft machen? Oft ist ja rechts vor links, ne? Der musste halt den Querverkehr von rechts vorlassen. Also hält man an, ne? Also, wie kann man... Wow. Du bist was so ein Idiot, ey. Idiot. Ich bleib hier nicht ohne Grund stehen. Das ist, wenn die drängeln. Okay. Macht mir jetzt nicht den Eindruck, als wollte er Hilfe, ne? Aber Sven schrieb noch dazu, er wirkte ein bisschen komisch. Aber naja, er ist ja hingefallen gerade. Schieben wir es da drauf. Naja, er fährt weg. Du, was willst du machen? Wenn er keine Hilfe braucht oder will, dann haut er ab und dann ist gut. Und dann, ja, was willst du machen? Willst du jetzt hinterherlaufen oder was? Ja, kann man mal machen, ne? Ich frage mich allerdings, wieso? Ne? Warum? Jetzt hätte ich das gerne mal von der anderen Seite gesehen, aber zum Glück dreht Skuld da sowieso um. Jetzt können wir das von einer anderen Seite sehen und mal genau einschätzen, warum der sich da so verfranst hat auf der Spur. Ich kann es nicht einschätzen. Ja.
Schöne Grüße aus der Ukraine. Nils und ein Fußgänger erschrecken sich gleich, aber naja, die merken es schon. Ich war ganz unten und ganz oben und so flogen hat und war. Einige von euch kennen sicher diesen Rezo und der hat sich ja eine Seite zusammengebaut, wo die ganzen deutschen YouTube-Kanäle und andere Social-Media-Kanäle durchforstet werden, sortiert werden und dann nach Beliebtheit und Rang und so weiter sortiert werden. Wie gesagt, nur für deutschsprachige Kanäle, das finde ich an dieser Sache sehr interessant. Auf jeden Fall, das hat er schon jahrelang und ich habe da auch schon alle Jubelmonate mal reingeguckt und jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich könnt ihr auch mal Danke sagen, ne? Weil durch eure Zuschauerei, durch eure Likerei, durch eure Kommentiererei und so landet ja mein Ranking, geht ja nach oben, ne? Und wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie viele deutsche YouTube-Kanäle es gibt, aber ich bin ja eigentlich immer in diesen Top 100 drin, mal Platz 50, mal Platz 80, mal 30 und das schon seit Jahren. Also da muss ich echt mal sagen, ich danke euch, ne? Ich danke euch fürs Zusehen und ich weiß nicht, ich glaube, da kann man sich so ein bisschen was drauf einbilden, da in diesen ungefähren Top 50 immer rumzugurken, ne? Dank euch. Also, das ist cool. Dank euch, dank eurer Mitarbeiter aber auch, weil durch eure Videos, ne, die ihr mir schickt. Sonst wäre das natürlich auch alles nichts. Das ist ja auch klar. Also, alle, die mir Videos geschickt haben, ihr habt ja dazu beigetragen. Also, Dankeschön.